Willkommen zu meinem dritten Reisevideo Dominikanische Republik Las Galeras. Direkt vor dem Strand gibt es ein Freiwasseraquarium, in dem man unter Führung schnorcheln kann. Der Japaner, der dies in jahrelanger Arbeit aufgebaut hat, füttert die Fische an und macht die Führungen. Man hat ein sehr reichhaltiges Angebot an dem, was man sich anschauen kann. Es ist wirklich wunderschön. Das Wasser ist nur zwischen 1,20 Meter bis 2 Meter tief. An den Stellen mit Seegras kann man stehen, den Schnorchel, die Brille nochmal zurechtrücken und ansonsten kann man sich im Wasser treiben lassen und die wunderschönen Dinge beobachten und genießen. Und das empfehle ich euch jetzt auch. Ich lasse euch einfach damit allein. Viel Spaß!
Nach zweimal 45 Minuten Schnorcheln wird man das kurze Stück zurück an Land gebracht.